Mache ich damit Damage? Digga! Oh, ich hab einen! So Leute, ihr seht hier ganz frisch, gerade Hyperscape installiert, gerade Zugang bekommen zur Beta oder Alpha oder wie sie es nennen, Technical-Testphase. Seit gestern ist es offen für so berühmte Streamer und auch ich habe jetzt einen Tag später immerhin den Zugang bekommen. Alle anderen können diesen Zugang auch bekommen, wenn sie bestimmte Twitch-Streamer zugucken beim Hyperscape, wenn man dann sein Konto verbindet mit Uplay und Ubisoft und blablablub. Ich habe es geschafft, ich habe geguckt und habe den Key sehr schnell bekommen oder den Zugang bekommen. Und wir drücken jetzt ganz frisch auf Spielen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Kurz zusammengefasst, ein neues Battle-Royale-Spiel, Hyperscape, kostenlos, wie gesagt, im Moment noch nicht für alle. Erst, ich glaube, in 1, 2, 3 Wochen vielleicht. Auf jeden Fall, ja, Anti-Cheat, bla bla bla, bup bup bup. Auf jeden Fall ist es wieder 100 Spieler. Man startet nur mit der Nahkampfwaffe und man muss sich alles looten. Man kann 2 Waffen tragen, also man findet die Waffen auf dem Boden. Es gibt keinen Loadout oder sowas wie Warzone, sondern das Besondere ist, wenn man die gleiche Waffe findet oder die gleiche Fähigkeit, die man schon hat, und diese aufnimmt, verbessert sich die Fähigkeit bzw. die Waffe. 4-mal kann man eine Waffe oder eine Fähigkeit verbessern. Mehr Schaden, größeres Magazin. Man kann dann wahrscheinlich weiter springen mit Fähigkeit. Man heilt sich mehr. Also es gibt die, ich weiß noch nicht, was es genau gibt. Ich habe ganz kurz mal den Stream geguckt und ein bisschen ein Erklärungsvideo geguckt. Es gibt zum Beispiel Fähigkeiten, wo man sich heilen kann, wo man ein Schild machen kann, wo man weit springen kann. Und das Ganze spielt in einer Stadt. Es gibt keine freien Flächen. Es ist eine ziemlich relativ kleine Stadt für 100 Leute. Und das ist im Moment auch nur im Trio spielbar. Dieses, glaube ich. Wir sehen es ja jetzt gleich. Und ja, der letzte Überlebende gewinnt. Soweit so gut. Aber am Ende, wenn nur 3, 4 Squads über sind, wird auch eine Krone spawnen. Wenn man diese Krone hat, ist man für alle sichtbar. Ich muss gleich den Sound leiser machen. Abwarten, bevor ich jetzt weiter erzähle. Das hört ihr mich nicht. Ja, Techniktest, genau. Ja, und wenn man diese Krone hat, ist man für alle sichtbar. Wenn man es 45 Sekunden schafft, diese Krone zu halten, hat man auch gewonnen. Also es gibt 2 Wege sozusagen. Sehr, sehr interessant. Und im Trio, wenn man stirbt, ist man... Ist man ein Geist und kann seinen Mates helfen und vorsagen, wo die Gegner sind. Und wenn man dann einen tötet, also die Mates einen töten, ist bei jeder Leiche ein Respawn-Punkt und dort kann ich wiederbelebt werden. Wie gesagt, ich rede und rede und rede, es geht ja noch nicht los. Ihr werdet es gleich alles sehen und ich werde es auch sehen, ich habe es noch nie gespielt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es ist halt was anderes, wie die anderen Battle Royale, weil es sehr, sehr schnell ist. Du kannst Doppelsprung machen, du kannst... So schnell klettert der Charakter hoch. Es ist wie eine Art Quake Unreal Tournament, aber Battle Royale. Man kann sich jetzt hier verschiedene Sachen aussuchen, die haben aber keine Auswirkungen aus irgendwelche Fähigkeiten, sondern man findet einfach Fähigkeiten, es hat keine Auswirkungen, das ist jetzt einfach für einen, ja. Ich nehme hier diesen Asiaten, keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal. Muss ich jetzt erstmal ein Tutorial machen? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich, Zugriff zulassen. Hyperscape. Looking sharp, contender. Bitte lass mich gleich loslegen, aber es sieht schon aus, als wenn das hier ein Tutorial ist. Ich muss gleich unbedingt noch leiser machen. Ja, ja. Das Portal wird aktiviert. You'll also find hacks which provide offensive, defensive or movement capabilities. Genau, also es gibt Hacks für einen Angriff, Hacks für Verteidigung. Und jeder kann halt seinen eigenen Spielstil machen. Ich finde es sehr, sehr cool. 2 Fähigkeiten ist okay. Und 2 Waffen kann man tragen, also sehr simpel. So, jetzt stellen wir aber erstmal alles zusammen ein. Eventuell skippe ich das auch, wenn es zu lange dauert. So, also hier ist jetzt unser Training. Also man hat am... Ja, ihr seht jetzt schon, man kann einmal springen, aber man kann auch 2-mal springen. Und es ist halt sehr schnell alles. Oh, man kann hier... Ah, man kann hier sprinten. Man kann die ganze Zeit sprinten, oder?
Wie rutsche ich? Rutschen weiß ich nicht. Also hocken, dass ich es halten muss, ist schon mal richtig. So. Pegen kann man übrigens auch. Auch die Gegner dann und so. Also das ist alles wie gehabt. Offenbart die Gegner in der Nähe. Verbessert werden. Aber wenn ich den jetzt nehme, dann hat der eine Cooldown-Geschwindigkeit. Also wenn ich den jetzt kombiniere, nochmal den gleichen nehme, wird er verbessert. Ihr seht das, 4 Stufen kann man verbessern. Und man kann ihn dann öfter halt einsetzen. Also ich werde ihn jetzt nochmal nehmen. Und nochmal nehmen. Und nochmal nehmen. Aber er kann nur Cooldown-Dinge. Und jetzt würde man die Gegner halt dadurch sehen wahrscheinlich. Das ist jetzt der hier. So, was gibt's denn noch? Erzeugt eine Mauer. Auch sehr interessant. Okay, bei Hex werden aber nur die Cooldowns wahrscheinlich. So, jetzt habe ich hier halt auf F jetzt den anderen. Hä? Ach, hier ist das mit der Mauer. Oh, das ist ja wie Fortnite. Oh! Okay. Okay. So, was haben wir noch? Du wirst kurzfristig unsichtbar. Ah, jetzt kann ich das halt tauschen mit einem, weil man ja nur 2 tragen kann. Und eine Mine wollen wir auch noch haben. Okay, sind wir echt unsichtbar. Das ist ja geil. Und eine Mine. Jo. Gut. Ich weiß nicht, ob das alle... Ne, hier sind ja noch mehr. Dann haben wir noch Halt Verbündete. Blockt für kurze Zeit Schäden ab. Bewegt dich in einer schützenden Kugel. Teleportiert dich über eine kurze Distanz. Spring hoch und stürze ab. Das probieren wir nochmal aus. Das probieren wir nochmal aus. Wow. Okay. Auch geil. Und teleportieren. Okay, dann teleportiere ich mich so kurz nach vorne. Wenn ich das jetzt verbessere, ist auch nur Cooldown-Geschwindigkeit. Ich will das jetzt nochmal mit dem Ball testen. Yo! Wir sind echt ein Ball. Für eine bestimmte Zeit. What the fuck? Sehr lange, oder? Wie lange kann ich jetzt so ein Ball sein? Bis ich wieder drücke? Okay. Aber mich nervt es gerade, dass man auf Sprinten draufhalten muss. Das muss ich unbedingt jetzt nochmal ändern. Was will er hier? Er will kämpfen. Okay. So. Jetzt will ich mal eine Waffe nehmen. Ach! Ah, auf Tauschen. Okay. Das ist wie so eine komische Waffe. Wow! Ist das eine Shotgun? Ja. Ah, jetzt wird meine Magazingröße größer. Magazingröße, Magazingröße. Okay. Eine normale Pistole. Hä? Alter, ist das geil, wenn man die Waffen wechselt. Okay, also es spielt sich wirklich flott, schön präzise. Hier sind nochmal andere Waffen. Ich würde mal gerne gucken, was das noch ist. Munition. Sniper. Muni. Auch noch andere Waffen. Muni. Oh, warte, ich muss jetzt das einmal ändern, Leute. Das müsst ihr mir jetzt verzeihen. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Gameplay. Also, hocken, gedrückt halten. Ja, zielen will ich auch gedrückt halten. Gehen. Weiß ich, verstehe ich nicht. Sprinten will ich nicht gedrückt halten. Sprinten will ich einmal drücken und dann soll er sprinten. Automatisch überspringen an. Schadensanzeige. Keine Verzögerung. So, ich glaube... Nein! Nein! Ich habe es nicht angenommen, ne? Ich bin so ein Idiot. Wo war denn das jetzt? Sprinten.
Nicht gedrückt halten. So, jetzt habe ich angewinnen. So, wenn ich jetzt einmal drücke, sprintet er. Ja, und er soll eigentlich immer sprinten, oder? Man kann echt gehen, dann ist man richtig langsam. Das bringt ja gar nicht. Nee, das ist eh ein Hyperspiel, also man muss hier schon... Er kann ruhig die ganze Zeit sprinten, so. Ah, und dann kann man auch rutschen. Ah, okay. Ja, so ein bisschen so wie Apex. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Waffe? Oha. Was ist das denn? Alter, er kann immer nur einen Schuss, aber dafür kann er einen richtig geilen Schuss. Und die Waffe kann man jetzt noch verbessern. Die macht dann noch mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Und maximal, Alter. Oh ja, die haut ganz schön rein. Die haut ganz schön rein. Okay, das ist so eine Art Raketenwerfer. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Also das Waffenwechseln sieht geil aus. Zack, zack. Das ist auch ein Granatenwerfer. Sehr, sehr nice. Kann man den auch verbessern? Magazingröße. 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 Schaden. Und dann noch einmal. Ja, jetzt. Ah, er baut sich dann neu zusammen. Das ist schon. Okay, jetzt würde ich aber gerne mal noch. Sniper. Macht aber wenig Schaden. Für einen Kopfschuss. Und es hat keinen Bullet Drop, so wie ich es jetzt gerade gesehen habe. Anscheinend. Man kann sie jetzt noch verbessern. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Maximum. Power Max. Jetzt macht man wahrscheinlich einen One-Shot, ne? Oh, ja. Oh, das schmeckt. Das schmeckt. Aber ich hätte jetzt gerne noch mal ein Sturmgewehr. Gibt es hier nirgendwo ein Sturmgewehr? Doch hier. Boah. Here we go. Also man kriegt Trefferfeedback. Der Sound gefällt mir. Also so hört es sich normal an und wenn ich treffe... Ist okay. Und jetzt... Yo! Kommt mir im ersten Moment ein bisschen overpowered und ich habe sie ja noch nicht mal verbessert. Jetzt hat sie noch ein größeres Magazin. Noch ein größeres Magazin. Noch ein größeres Magazin. Und mehr Schaden und ein größeres Magazin. Also ich weiß jetzt schon, dass dieses Minigun, dies ist auch auf Max. Danke, sie macht aber nicht so viel Schaden. Sie braucht ganz schön, wo sie auf Max ist. So, von der Sensitivity eigentlich ganz gut erstmal eingestellt. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, wo ich nichts einstellen muss. So. Was müssen wir jetzt machen? Ja, wir haben es geschafft. Let's go. Kämpfe durch dich einzig angefühlt von Neo Arcadia, eine virtuelle Stadt mit Wahrzeichen, die Vertikalität auf die nächste Stufe. Und Vertikalität heißt, dass du viel springen kannst. Mehr Infos. Was kann man denn hier? Ach nein, ich will nicht mehr Infos. Ja, ja. Hä? Digga, ich will spielen. Alter, man ist sehr, sehr schnell in dem Game. Ah, Squad? This station is where you can invite them to join you in the hyperscape. Ah, hier kann man seine Freunde dann einladen. Ja, es gibt im Moment nur Squad, ne? Aber Solo soll noch kommen. Battle Pass. Haben sie ganz cool gemacht, dass das halt alles so, in so einer Welt ist. Natürlich haben die das auch gemacht, damit es alles ein bisschen unrealistischer ist, damit man natürlich auch ein jüngeres Publikum ansprechen kann. Es gibt hier, glaube ich, auch wenig Blut und so, also... Ich weiß nicht, ob wie viel Jahren das ist, aber es könnte so eine Art Fortnite sein. Spielen. Ja, es ist sehr schnell. Das gefällt mir auf jeden Fall. Mal gucken, was man hier ausstatten kann. Ja gut, das ist jetzt der Champion. Dann kann man eine Einsatzkampel, wo man mit runterfliegt. Sieht ein bisschen aus Dragon Ball. Dann gibt es die verschiedenen Emotes.
Prisma-Logo. GG. Hut ab. Untersuchen. Auf 5 habe ich das jetzt. Das habe ich auf 6, das habe ich auf 3 und das habe ich auf Feiern. Keine Ahnung. Egal, lassen wir erstmal so. Dann gibt es noch Embleme, den Ladebildschirm kann man sogar noch, Nahkampfwaffen und Waffendesigns von den eigenen Waffen. Das ist so ein bisschen wie Apex aufgebaut. So, und jetzt muss man hier auf Squad drücken oder was? Ah, nee, jetzt könnte ich hier einladen, okay. Hab aber leider keinen, der das Spiel bisher hat. Und dann gehen wir mal rein, ne? Squad, Squad. Geht im Moment halt nur. Erweiterung aktiv. Glückwunsch, dein Twitch-Konto ist jetzt mit deinem User. Wir haben außerdem gemerkt, dass die Erweiterung installiert und aktiviert wurde. Deine Zuschauer auf Twitch können für Events abstimmen. Genau, das ist noch was ganz Spezielles, was ich noch mal ganz kurz sagen will, bevor ich starte. Wenn ein Spieler jetzt spielt und auf Twitch streamt, ich könnte das jetzt machen, können die Zuschauer einmal entweder direkt mit in mein Squad kommen, wenn noch Platz ist, direkt Invite sozusagen, wenn ich mit meinen Zuschauern spielen will. Dann, eine Sache war noch, die fällt mir gerade nicht ein, aber die dritte Sache fällt mir ein. Es passieren Live-Events in dem Spiel und dann können die Zuschauer abstimmen, mehr Medikits, mehr Sprünge, mehr Rüstung auf dem Boden und so weiter. Solche kleinen Live-Events, wo man dann abstimmen kann und dann passiert wirklich das, was meine Zuschauer da machen. Dank der Zwischen von Hyperscape zu spielen, wenn deine Zuschauer intergehen. Sie können für Events abstimmen, deine Schlüssel und bla 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 bla. Ja, genau. Ja, ich will aber nicht streamen, sondern ich will spielen. So, den nehme ich verfügbar. Also auf jeden Fall ein Solo und das andere kann ich leider nicht. Vielleicht ein Dings. Aber jetzt ist es Original Battlefield mit 99 Herausforderungen, also 100 mit mir, 3 Squad auffüllen erlaubt, natürlich. Ich mache jetzt mal Squad, dass ich die höre, okay. Obwohl, ne, erstmal nicht, wenn ich jetzt alleine spiele. Ich will die nicht hören, ich brauche keinen Sprachchat. Und let's go. Erstes Spiel, Hyperscape. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wie gesagt, natürlich immer am besten, wenn man Mates hat. We're playing Squad Crown Rush. Prepare yourselves and plan to deal with all the other squads. So. Oben 33 Leute oder was? Warum nur 33 oder was heißt das? Müssen doch eigentlich 100 sein. Wo sehe ich denn, was meine Mates sind? Ach, hier die beiden, ne? Heisenberg und Sombrero Broke. Ich würde gern immer schnell laufen. Ich muss immer erst einmal drücken. Ja, und mit dem Doppelsprung kommt man halt auch überall hin. 32 Leute nur? Gibt es hier jetzt echt schon Probleme, dass ein Spiel startet mit 100? Oder was ist hier los? Das muss doch gerade voll gehypt sein, oder? Weil das doch gerade alle spielen auf Twitch und so. Na gut, du brauchst natürlich auch erstmal Zugang. Also man kann Gegner pingen, das ist schon mal sehr, sehr nice. Das muss aber auch jedes Spiel ja ab jetzt haben. Apex hat es ja eingeführt und alle haben nachgezogen. Ja, man kommt sehr, sehr flott überall hoch, ihr seht das. Wie, das Match beginnt jetzt mit 32 Leuten oder was? Echt nur 32? Das ist ja jetzt schwach. Wo sind die 100 Spieler, Leute? Also, man ist jetzt hier. Ich markiere jetzt mal was. Keine Ahnung, ob meine Mates damit hinfahren. Okay, man kann also sehr, sehr gut steuern. Man kann sogar... Nee, nach ganz nach oben kann man jetzt nicht unbedingt fliegen. Aber erstmal alles okay. Freie Kamera geht auch. Dass man sich umguckt. Ich habe es einfach mal so markiert. Die machen mit, das ist gut. Map ist unterteilt, ihr seht das, in verschiedene Sachen. Es gibt eine Zone, dass dann so Distrikte kaputt gehen. Hä? Was jetzt? Achso, jetzt geht die Dingens kaputt. Es gibt, glaube ich, keinen Fallschaden oder so. Hey, was ist das denn? So, man muss immer diese Türen kaputt machen, das habe ich schon gesehen. So, und jetzt habe ich hier halt eine Waffe. Alter.
Jetzt ist meine Sense gerade irgendwie doch ein bisschen langsam. Ja, jetzt kenne ich mich natürlich nicht aus. Ne? Ich habe einen Granatenwerfer, ne? Ja. Und einmal diese Minigun. Wie kann ich denn... Ah, okay. Ja gut, ich kenne die Map natürlich noch null. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt... Was ist das hier? Das ist ein bisschen... Ah, okay, lol. Dann hat die halt den Doppelsprung. Und ich... Hier ist einer drin, das höre ich. Also Schritte hört man schon mal. Und ich habe jetzt hier so eine Mauer, kann ich bauen. Da unten war er. Kommt, holt ihn euch. Hä, wo ist er hin? Der hat einen Sniper, ne? Also ihr seht schon, sehr, sehr schnelles Spiel. Es ist wirklich so eine Art Quake, Unreal Tournament, Mischung, Battle Royale. Aber wie gesagt, man kann auch nicht jetzt hier alles betreten und so. Ja, und natürlich mit drei Leuten macht das, glaube ich, echt Bock, Alter. Ich schau da mal ein paar Granaten rein. Oh, jetzt bin ich auf so einem... Hä? Aber die Gegner, man kann sehr schnell abhauen, oder? Also... Ist ja so schnell hier. Ich kann immer noch erst eine Mauer bauen. Man kann auch nicht überall rein. Muni, ja. Ich hätte gerne aber noch andere Fähigkeiten. Ah, jetzt kann ich das hier verbessern. Gut. Und jetzt habe ich noch eine zweite Fähigkeit. Unsichtbar. Auf F. Gut. Kann ich mich unsichtbar machen. So, und jetzt werden diese roten Dinger halt kaputt gehen. Das ist jetzt sozusagen die Zone. Da nimmt man dann auch Schaden. Muss da quasi weg. Ich muss natürlich den Mates mal hinterherlaufen. Das sieht aus, als wenn das zwei Mates sind, weil die laufen nur zusammen. Man sieht halt links auch, welche Fähigkeiten und welche Waffen die haben. Das ist auch gesehen. Er hat einen Gegner gesehen. Lol. What the fuck? Er braucht Hilfe. Hat er einen gekillt? Oha, er hat den Slam gemacht. Oh Gott, das ist ja Chaos, das Game. Ja, es ist halt wirklich Unreal Tournament mäßig. Hä? Ich mach mich mal unsichtbar. Also man hält sehr viel aus. Nein, jetzt bin ich tot. Also. Na gut. So, ihr seht jetzt, ich bin jetzt tot. Kann mich jetzt aber hier irgendwie beleben, wenn meine Mates das jetzt drücken oder so. Mal gucken, ob die mich wiederbeleben können. Oha, da hat eine Wand gemacht. Und wir sind, glaube ich, alle tot. Ja, wir sind alle tot. Ja gut, erste Game. Also, kurzes Fazit.
Man hält sehr viel aus. Es ist Chaos pur. Es ist einfach Unreal Tournament Quake-mäßig die Kämpfe. Du springst, du jumpst, du schießt. Es ist wirklich einfach Chaos. Es ist einfach Chaos. Es ist einfach Chaos. Gefällt mir das? Für zwischendurch ja. Aber ich denke mal, das wird jetzt kein Spiel so wie Warzone, was ich täglich suchten werde. Wir probieren es natürlich direkt weiter. Achso, was? So, wieder 33 Squads. Ich denke mal, dass das 33 Squads ist. Kommt man denn da nach oben? Da ist doch irgendein Geschenk. Er hat's geschafft. Nein! Ich hab's verkackt. Irgendwann schaffe ich das nochmal. Jetzt wissen wir, wenn man hier runterfällt. Das geht gar nicht. Ah, das ist übrigens. Ah, man sieht da schon die Stadt, okay. Okay. Fliegen wir da mal hin. Ich habe jetzt erstmal keinen gesehen, der mitkommt. Was ist denn das, wenn hier so ein Strahl ist? Ach, das war wahrscheinlich die Markierung von ihm, ne? Shots fired. Contender on the board. Lol, er ist gefickt worden. Meine Waffe doch jetzt. Was hab ich denn jetzt für eine Waffe? Jetzt habe ich keine Muni mehr. Ich muss hier weg. Be aware of our location, contenders. Sectors are starting to collapse. Reload, reload. Just getting started. Digga, eine Sniper. Also man hört Steps. Ja, aber das ist ja ein witzloses Spiel. Das ist ja wirklich... das ja. Das macht ja kaum Damage. Das dauert ja 10 Stunden. Um hier mal wen zu töten. Alter, und dann so ein Zoom, Alter. Ich brauche eine normale Waffe, ey. Ich muss Mate helfen. Oh, die Sniper hat gesessen. Ja, aber... mach ich damit Damage? Digga! Oh, ich hab einen! Aber dieses Ding geht hier kaputt. Ah, ich muss hier weg. Nein, ich gehe kaputt. Oh, ich muss hier raus aus der Zone. Oh, ich hab's geschafft. Ich habe keine Muni. Oh, ich heile mich automatisch wieder nach einer Zeit. Okay. Ja, aber ich habe keine Muni. Ich habe keine Muni. Ich habe keine Muni. Ich muss die Waffe wechseln.
wieder ein bisschen Muni habe. Ich versuche ihn mal wieder zu beleben. Bringt auf jeden Fall was. Aber man muss rutschen. Ich hab wieder einen. Ja, Digga, es geht nicht. Ja, aber zwei, meine ersten zwei Kills. Juhu. Ja, aber wie gesagt, also das ist einfach nur. Natürlich hat es auch mal was mit Skill zu tun, aber es ist natürlich. Ja, da musst du richtige Reflexe haben. Also, das ist für mich fast das schwerste Battle Royale ever, weil es ist ja einfach nur krass Highspeed. Wow. Macht jetzt alleine erstmal nicht so viel Spaß. Bei Solo, wenn Solo rauskommt, mal gucken. Aber jetzt bei Trio, wenn man nicht mit seinem Mate spielt, werde ich es erstmal dabei belassen. Hab auch meine Kills mal gemacht. Naja. Hyperscape, was sagt ihr dazu? Haut's mal in die Kommentare, Leute. Würde mich mal, ja, mögt ihr sowas Schnelles oder. Ja, man muss es spielen natürlich. Mir macht es jetzt nicht so viel Spaß. Vielleicht, weil ich alleine bin und Trio spielen muss. Oder halt wirklich, weil es zu schnell ist für mich. Man muss sich natürlich noch reinfuchsen, pipapo, wie bei jedem neuen Spiel. Aber alles in allem würde ich jetzt sagen, gutes Spiel. Gute Ideen. Aber das Gameplay ist nicht meins. Erstmal jetzt mein erstes Fazit zu Hyperscape. Haut rein.